Das Promi Round and Round. Promis drehen am Rad. She got me going. Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyd. Servus und grüß Gott. Ich müsste heute sagen, wir haben heute einen Kopf einer Band da, mit der sind Generationen aufgewachsen. Mehr kann man es eigentlich gar nicht sagen. Und ich freue mich irre, dass er da ist. Und hier ist er. Thomas Spitzer, Kopf der EAV. Servus, Thomas. Servus, lieber Fabian. Ich grüße dich ganz herzlich. Mensch, eigentlich müsste es ja heute heißen, das Gespräch, das nie stattfinden konnte, weil die Band ist ja tot. Tot zu Grabe getragen, 2019. Also wir dürften eigentlich gar nicht hier sitzen. Na, im Prinzip, du siehst ja auch nicht mich. Auch ich melde mich in Form eines Hologramms aus dem Jenseits. Aber dafür schaue ich noch einigermaßen passabel aus, hoffe ich. Ich finde, ABBA hat da einen Trend gesetzt jetzt, ne? Mit diesen Hologrammen wahrscheinlich. Also Leute, schaut euch dieses Hologramm an, ja. In schwarz-weiß und lächelnd, ist das nicht sensationell? Das kann nur bedeuten, dass es im Jenseits recht angenehm ist. Eigentlich, lieber Thomas, sollte ich dir erstmal erklären, um was es hier bei uns geht, oder? Es wäre fair. Ja, das wäre fair. Und dann schauen wir zurück, 42 Jahre, was du da geplant hast und was jetzt endlich zur Weihnachtszeit im Jahre 2021 dann Realität wurde. Aber ich erkläre es dir erstmal ab und zu mal, lieber Thomas, wird es hier, und da kann ich leider nichts machen, irgendwie so ein Geräusch geben. Mal kurz einspielen, bitte. Round and Round ist, woher die Sendung ihren Namen hat. Und dann haben wir ein Rad hier. Dieses Rad dreht sich. Und damit du gleich weißt, was auf dich zukommt, ich lasse es gleich mal drehen und es kommen zufällige, ja, Fragen, Ereignisse. Und wir fangen natürlich, damit es gleich mal richtig anfängt, mit der privatesten Frage des Gesprächs an. Ja, dass wir die hinter uns haben. Und ja, gerne. Könnte jetzt natürlich sein, dass du danach sagst, nee, das ist mir zu privat, ich laufe weg. Nein, werde ich nicht. Ich bin viel zu müde, es ist noch zu früh am Morgen, ich laufe dir nicht davon. Also, wir fangen mit der persönlichsten Frage des Gesprächs an. Danach geht's bergab, sozusagen. Ihr habt jetzt also 2019 habt ihr die EAV sozusagen zu Grabe getragen. Aber Ende 2019 gab's neues Leben bei dir. Einen Burm. Deinen Burm, der jetzt 2 Jahre alt ist. Du hast auch noch eine Tochter, aber der Bur ist 2 Jahre alt. Wir haben ihn vorhin auch schon im Hintergrund gehört. Und jetzt machst du ein Anti-Weihnachtsalbum. Und jetzt ist doch Weihnachten bald und du musst doch mit deinem Burm Weihnachten feiern. Das kannst du ihm doch nicht antun, oder? Nein, es ist so. Also ich betrachte dieses Fest unter zweierlei Aspekten. Das eine ist das, dass obwohl ich ein ganz garstiger Bub war, meiner Mutter sehr, sehr viele graue Haare sehr früh beschert habe, war ich bis zu meinem 20. Lebensjahr, nachdem ich bereits alle verbotenen Substanzen inhaliert habe, die es überhaupt nur gab, war ich trotzdem, also ich wollte immer diese Kindheitserinnerung aufrecht erhalten wissen und immer wenn es zum Heiligen Abend kam, habe ich mich geweigert, beim Aufputzen des Baumes dabei zu sein. Ja. Ich habe gewartet, bis das Glöcklein erklang, dann ging die Türe auf. Ich sah den steirischen Weihnachtsbaum, leider Gottes nicht mit Rumfläschchen und Cognacfläschchen, sondern nur mit steirischen roten Äpfeln, Strohsternen und der Geruch von Bienenwachskerzen erfüllte den Raum. Und das wollte ich mir wirklich bis 25 so erhalten. Also das heißt, nichts gegen das Weihnachtsfest im Grunde. Also an sich, aber das Außenherum sozusagen. Naja, es ist für mich, weil es gibt ein bisschen eine doppelmoralische Geschichte. Also grundsätzlich ist es ja wunderbar, wenn der Mensch das Gute in sich sucht. Tragisch ist es nur, wenn Begriffe wie Nächstenliebe und Kriegsfrieden sich auf 24 Stunden beschränken. Mir wäre es lieb, ja, wenn das Ganze über Weihnachten wäre und unter dem Motto der Nächstenliebe und des Weltfriedens stehen würden. Das wäre natürlich ein Wunsch, denn ich kann zwar ans Christkind schreiben, werde vermutlich keine Antwort zurückbekommen, aber das wäre so, also das wäre das, was ich mir zu Weihnachten wünschen würde.
klarerweise Kinder. Ich weiß auch schon, was jetzt in Kenia auf mich zukommen wird, wenn ich, es gibt ja leider Gottes in Kenia keine Tannen, Fichten und ähnliches Nadelgehölz. Jetzt werde ich wieder aus dem Busch irgendwie was improvisieren müssen für meinen jungen Sohn Kino. Und der wird dann das erste Mal, jetzt ist er ja schon 2,5, mehr oder weniger, er wird vermutlich die Backeln, die er natürlich kriegt, obwohl ich gesagt habe, er kriegt keine. Er wird sie aufreißen, wird er sagen, habe ich schon, brauche ich nicht, will ich nicht, wo ist die Playstation? Aber wie gesagt, so sind halt Kinder und man sollte den Kindern. Ja. Es ist ja auch eine Frage, die, da wird ja auch die Mama ein bisschen mitsprechen. Ja? Die, also ich meine, die hat ja auch ein Bild von Weihnachten. Und du hast ja auch gesagt, eigentlich magst du dir das Bild von früher als Bub schon auch im Kopf behalten, egal ob es jetzt hier ist oder dann in Kenia, quasi deine Wahlzweitheimat. Aber was sagt denn die Mama dazu? Also wie werdet ihr Weihnachten feiern? Das ist ja die privateste Frage der Sendung, gell? Naja, diesmal eben wie fast immer, eben in Kenia. Und das, der einzige Unterschied wird sein, dass es eben, wie gesagt, also keinen original österreichischen Christbaum gibt, sondern halt die werden da irgendwie von irgendwelchen Palmen irgendwelche Samenstränke, Goldspritzen, irgendwie werde ich schon sowas hinbasteln. Ich bin ein großer Improvisierer. Und das Ganze wird in der Badehose stattfinden, was aber durchaus auch geht, weil meine Tochter, die in der Zwischenzeit 43 ist, hatte viele, viele Weihnachten in Kenia verbracht. Es lässt sich auch in Kenia Weihnachten feiern. Nur was schön ist, dort gibt es also diesen Konsumterror nicht. Also die Kenianer, die freuen sich, dass sie ihr Weihnachtsgeld kriegen. Und Weihnachten spielt dort nicht die große Rolle, außer dass sie halt 2 freie Tage haben. Aber ansonsten ist es, also man merkt nicht so dieses absolute Muss, sinnlose Geschenke zu kaufen, die man dann eine Woche später wieder umtauscht. Also ja, wie auch immer. Aber es wird natürlich, also ich lege auch Wert, ich habe auch seit Jahrzehnten, ich bin ja seit 30 Jahren in Kenia, immer ein kleines Notbäumchen, das auf der Terrasse steht und wo schon im letzten Jahr mein Sohn, wenn er also diese ganz billige, tiefe, elektrische, den Schalter da sofort gefunden, wo man das ein- und ausschalten kann. Also er hat auch eine gewisse Affinität zu Weihnachten. Die wird sich aber diesmal, wie gesagt, nur auf die Geschenke reduzieren, aber die Kinder ebenso sind. Ja, das ist ein Punkt. Also ich hab gelesen in dem Interview, dass du gesagt hast, also wenn der Gino mal wieder ausschaltet, anschaltet, ausschaltet, anschaltet, ausschaltet, anschaltet und du sagst jetzt hör halt mal auf, ja, du bist jetzt weniger der Strenge, oder? In der Erziehung, komm, ja, lass ist, raus. Na, ich bin ja im Prinzip schon leicht geküsst von der Altersmilde, die Nora, die also ein Jahr natürlich jünger ist, sonst hätten wir keinen Sohn. Die ist da die Rigorose. Zum Zweiten kommt sie aus Dunkeldeutschland. Nein, darf man nicht sagen. Nein, also aus Dresden. Aus der ehemaligen, ne? Aus der, ja, wo wir sehr oft konzertiert haben. Ja, richtig. In der alten DDR. Und also dort ist ja irgendwo, das ist fast ein Atheisten-Eck. Also sie sieht Weihnachten auch relativ entspannt, ist aber die Strenge natürlich, nicht? Also mein Sohn hat sofort nach ein paar Wochen erkannt, das schwache Glied, was Autorität betrifft, ist der Papa. Ist der Papa. Der Papa ist, ja, der gibt immer nach und ja, komm, lass genau, mal eins. Wenn ich mich nicht mehr wehren kann, dann rufe ich die Nora zu Hilfe und sie regelt es dann auf preußische Pitbull-Art, und aber trotzdem voller Liebe. Ja. Ja, ich meine, so muss man auch uns Männer behandeln. Sind wir mal ehrlich, gell? Wir wollen ja, Männer muss man loben, aber zwischendurch schon auch mal, ja, komm. Aber naja, das verdient. Man kann es aber auch übertreiben, aber ich habe da in meiner Küche in Kenia steht es also entsprungen aus autoritären Extremsituationen, habe ich gesagt, also ich hoffe, das versteht man auch in Deutschland. Wer sich ein Junge holt, ist selber schuld. Das heißt, wer sich eine Beziehung antut mit einer jungen, energiegeladenen Frau, der muss natürlich dann auch ein bisschen Tribut zollen. Das ist halt so. Ja? Süßer ja. Komma, die Glocken nie klingen. Genau. Das Komma macht viel aus in dem Song. Ja? Ja. Du merkst elegante Überleitung hier zu eurem Album. Ich blende es mal kurz ein. Ihr Sünderlein kommet, ihr fauliche Weihnachten. Das ist neu, aber es ist eigentlich uralt. Also deswegen sagte ich eingangs, eigentlich dürfte dieses Gespräch gar nicht mehr stattfinden, ERV abgehakt, aber es ist, man muss schon sagen, dein
altgehegter, 42 Jahre alter Wunsch, das Ding hier fertig zu kriegen, oder Thomas? Das ist absolut richtig, weil wir hatten im Jahr 1979 eine leicht anarchistische Weihnachtsshow, die also allen, die damals teilgenommen haben, der Klaus Eberhardinger war ja nicht dabei, der ist erst später zur ERV gekommen. Das ist eine unvergessliche Tour und seit dieser Zeit wollte ich eigentlich immer einen Tonträger dazu machen, weil das damals eine Live-Show war. Aber ihr hattet keine Zeit. Naja, wir hatten aber einen freien Tag in Dortmund und dort entstand unsere allererste Single, Ich bin der geile Weihnachtsmann, die im Rundfunk erstaunlicherweise selten bis nie gespielt wurde. Auf jeden Fall trotzdem, der Wunsch ist ein alter gewesen, also das doch einmal dann auf einen Tonträger zu bringen. Und im Jahr 2010 war die Musik mehr oder weniger fertig. Ich habe die in Berlin bei einem guten Grazer Rockmusiker und Studiobesitzer gefertigt. Aber der Eberhardinger, der Klausi, der nicht so einen Zugang hatte zu diesem, speziell weil er bei der Tournee damals nicht mitmachte, der hat immer gesagt, naja, ich weiß nicht, das, was bringt das, ist das notwendig? Ich war der Einzige, glaube ich, der der Ansicht war, dass es notwendig ist. Auf der anderen Seite muss ich ihm jetzt aber ein kleines Danke sagen, dass er sich von diesem Thema nicht also infizieren ließ, weil jetzt so quasi das ganze Who is Who der österreichischen Musikszene interpretiert und es so ein sehr, sehr buntes Album wurde. Und ja, wie gesagt, auf gewisse Dinge muss man halt ein bisschen länger warten. In diesem Fall waren es 42 Jahre. Ja. Und man kann auch mal warten. Weißt du, du hast auch lange auf dein zweites Kind gewartet. Also was soll das? Ja, es ist. Und es heißt, ihr Kinderlein kommt, auch zu Weihnachten. Das war ja letztes 2019 so. Da muss ich noch ein kleines, nachdem, also auf diesem Plakat, das ist ja in dem Sujet des Urplakates für die Tournee war, da stand ja wirklich, also nachdem unser Nino Holm, der Mitbegründer und schwedische Keyboardler als Weihnachtsmann und Exhibitionist sich ablichten ließ und drauf stand, ihr Kinderlein kommt, hatten wir natürlich sofort in Gesamtbayern Auftrittsverbot. Ja, klar, aber logisch. Je höher man nach Norden kommt, da waren es irgendwie lockerer. Es war auch die Zeit der Alternativszene, der Spompis. Wir haben also dann auch eine Woche nahe der Reeperbahn in einem Club gespielt und irgendwie war das Publikum sehr eindeutig. Das waren also irgendwie, glaube ich, in Österreich sagt man, so 100.000 Jahre Gefängnis, da waren also lauter Zuhörer unten. Und also die haben natürlich sich absolut wohlgefühlt, weil was gibt's zu Weihnachten sonst schon? Auf jeden Fall, diese Tournee ist unvergessen und jetzt, wie gesagt, ist es endlich auch so weit, dass es das auf Tonträger gibt. Mit natürlich, also 50% würde ich sagen, sind Nummern, die wir damals schon in dieser Form live präsentiert haben. Und 50% sind halt im Lauf Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen. Natürlich kann man nicht dazu kommen, aber es ist ein rundes Ding. Es ist nicht nur chaotisch, es gibt ein paar ernste Ansätze, wie es bei der ERV immer üblich war. Und also sollte man irgendwelche speziellen Feinde haben, dann bitte ich darum, denn also Menschen, die man überhaupt nicht mag, denen kann man das beruhigt schenken. Ja. Ich finde, das braucht man, normalerweise muss man zu Socken greifen, was schon total ab, also den mag ich nicht, dem schenke ich Socken. Aber jetzt, liebe Damen und Herren, jetzt gibt es das Album, ihr Sünderlein kommt, wenn ihr keinen leiden könnt, dann das schenken. Nein, also ich muss ja sagen, Schlingelbell ist drauf. Ich muss ablesen, A Glanz Feuer, Road Over Beethoven, gut, kennen wir, aber ist in anderer Version. O du Grölige, ja, die hier, die Geschichte. Einer muss der Krampus sein. Und wenn es meine Frau ist, der geile Weihnachtsmann und ihr Kinderlein kommen, du hast schon angesprochen. Und es ist wirklich, die Zuschauer, also wir sind ja im Podcast und Videocast mit Büttel zu sehen, die sehen jetzt hier wirklich, du hast es angesprochen, das Who is Who der österreichischen Szene. Angefangen bei deinen Anfängen sozusagen, also SDS sage ich jetzt einfach mal generell, also du hast du ja mit 14 hast du ja schon mit dem Gerd Steinberger Musik gemacht, aber auch coole neue Bands. Ich würde jetzt sagen, so die ERV-Reinkarnation ist jetzt sehr hochgegriffen, aber Horst, also sind alle dabei. Erzähl mal ein bisschen. Naja, es sind ja auch die absoluten Spitzenreiter der letzten Jahre, so wie der Paul Pizzerra und Seiler und Speer. Und irgendwie, ich glaube, der Grund, warum man die gewinnen konnte,
war also zum einen die Pandemie, weil niemand auf Tournee sein konnte. Also sind sie alle von mir und von der Nora überfallen worden und genötigt worden, da mitzuwirken. Aber zum Zweiten, mach mit. Von den ganzen jungen, jetzt sehr, also enorm erfolgreichen Interpreten, die wurden alle initiiert durch ein ERV-Konzert. Also das heißt, jeder ist an der ERV nicht vorbeigekommen und bei mehr oder weniger allen war das erste Live-Konzert ein ERV-Konzert. Also, dass aus ihnen trotzdem noch irgendwas geworden ist, wundert mich zwar. Aber auf jeden Fall, jeder hat einen guten Bezug zur ERV und nachdem sie Sinn für Humor auch bewiesen haben, jeder konnte sich seine Lieblingsnummer aussuchen. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass es ja quasi fast drei Generationen, weil der Grand Seigneur ist ja der Ostbahnkurte, der also, ja. Den kenne ich, als ich noch quasi ein Pubertierender war. Ja. Das geht halt hin bis zu den ganz Jungen. Und umso erfrischender ist natürlich auch die Gesamtmischung, nicht? Weil das halt jetzt wirklich, also quasi schon fast drei Generationen umspannt. Und war für mich nach eineinhalb Jahren der Studioabstinenz ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk, endlich wieder mit realen, gut aufgelegten, engagierten Menschen im Studio sein zu dürfen. Also das war schon eine tolle Zeit. Das waren so 10 Tage in Graz, die ich sehr, sehr genossen habe. Ich kann mir vorstellen, es sind ja Generationen drin. Es sind Steinbeker drin. Es ist der Eik Breit mit dabei. Es ist natürlich der Eberhardinger dabei. Also die Stamm- und Langzeitbesetzung. Aber es sind auch die Jungen dabei eben. Also, und was bringt das für eine Dynamik rein? Ich stelle mir das im Studio ultra spannend vor. Eigentlich ist es so, dass es für mich quasi wie ein Flashback oder Déjà-vu war in die Anfangsjahre der ERV, weil also die sind jetzt quasi die Top-Seller, die Millionäre von heute, die Jungen, eben Seiler und Speer, Pizzerra oder auch Lemo, der schon beim letzten Album mitgewirkt hat mit seiner tollen Rockstimme, die haben also quasi noch dieses Feuer, denen geht es nicht darum, bringt es was? Ist das pekuniär interessant? Die haben quasi diese Grundeinstellung, die ERV auch einmal hatte. Und das war für mich das Schöne, dass die einfach ins Studio kommen, Spaß haben und hungrig ans Zuwerke gehen. Und so Leute unseres Semesters, also die eigenen Kollegen, die sagen, deshalb ist das Thema nicht so gut angekommen vor 10 Jahren, als ich gemeint habe, jetzt machen wir doch das Weihnachtsalbum. Die sagen, bringt das was? Ist das notwendig? Muss das unbedingt sein? Und so weiter. Und mit den Jungen ist es natürlich, ist es halt toll, nicht? Weil die sagen einfach, yes, ist zwar ein Blödsinn, aber wir sind dabei. Und da ist natürlich ein Spirit, der ERV ein wenig abhanden kam in den letzten Jahrzehnten, aber hat mich erfrischend an die Anfangstage der ERV erinnert. Ja, und ganz ehrlich, du stapelst jetzt auch ein bisschen tief, weil alle Interviews, die ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, da waren die Jungen natürlich so, es ist eine, das ist, die haben das Wort Ehre gar nicht mehr verwendet, weil es viel zu wenig war. Die haben gesagt, wir dürfen mit der ERV, wir dürfen was machen. Und ich glaube aber auf dem Album, ich habe mal reingehört, die Stücke, man merkt nicht, dass die in Demut den Hut ziehen, sondern die sind volle Rotze dabei und sagen, wir stellen hier gemeinsam was auf die Beine. Das ist ja auch das Schöne. Und ich habe also da, normalerweise bin ich ja gefürchtet, dass der immer zwischenquasselt und da Direktiven gibt. Ich habe mir also völlige Freiheit lassen. Also was die Interpretation, wie gesagt, bleibt, das ist ein Methusalem wie ich kann, wenn er da jetzt da irgendwie sich zum Lehrer aufspielt, der kann das nur kaputt machen. Und jeder durfte sein Lied so interpretieren, wie er es interpretieren wollte. Und das ist auch klug manchmal, seinen Mund zu halten und die Jungen machen zu lassen auf ihre Art und Weise und nicht dazwischen zu funken und sagen, ja, aber damals und ich hätte da gar nichts. Ich war so schweigsam wie selten im Studio. Du hast vorhin gesagt, altersmilde. Das glaube ich nicht, sondern einfach clever. Jetzt wird's statistisch, Thomas. Pass mal auf, ich blende was ein. Ich habe da mal eine Statistik geklaut aus dem Internet. Das ist eine Statistik für alle Videocast-Zuschauer. Die sehen es jetzt. Das sind viele, viele bunte Striche. Und auf der linken Seite stehen unendlich viele Namen. Das sind alles Mitglieder, die mal bei der ERV tätig waren. Der längste Strich, der ist rot und gelb. Gitarre und Gesang ist damit gekennzeichnet, bist du. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, nein, ich bin eigentlich genau genommen der letzte Dinosaurier der Ur-ERV. Also ich bin eigentlich, ja, mein Gott, das bringt zwar graue Haare, auf der anderen Seite war es doch ein gewisser Teil meines Lebens, wenn man das jetzt mal humoristisch betrifft. Und beim letzten Konzert unserer Abschiedstournee vor 2 Jahren in der Wiener Stadthalle, das war das zweite ausverkaufte Konzert, muss ich sagen, dass ich fast geweint hätte. Weil wenn man so 42 Jahre zu Grabe trägt, das tut schon auch weh. Was mir besonders am Herzen liegt, wie bei den letzten 3 Alben auch, es gibt ja auch ein dazugehöriges Buch, weil ich bin ja auch mit Grafiker, Leib ja. und Seele, ja, Karikaturist. Und seit der Renaissance der Vinylalben darf ich wieder auf 30 mal 30 Zentimeter, also quasi meinen bildnerischen Schwachsinn, und das heißt, die Bücher, da kam aber, glaube ich, nur 5.000 Stück aufgelegt und die sind jetzt schon ausverkauft. Da hätte man ein wenig großzügiger sein können. Auf der anderen Seite, es war ja gedacht für ein paar unbelehrbare, pathologische ERV-Freaks und die sollen natürlich also nicht nur irgendwo einen Tonträger hingeworfen bekommen. Also Ja. das heißt, das Buch, da hätte man natürlich ein bisschen eine größere Auflage machen können, aber es ist wurscht. Ich schreibe ans Christkind und sage: Liebes Christkind, bitte nochmal nachpressen lassen und nachdrucken lassen vom ERV. Ich möchte, ja, so ein Ding muss man haben. Leider Gottes, zur Weihnachtszeit sind alle Presswerke dermaßen ausgelastet, dass es erst im nächsten Jahr möglich ist. Es ist schön, dass es da dieses Ding, ich glaube, ein ERV-Konzert würde das Hundertfache einbringen von diesem Album, aber darum geht es nicht. Erstens einmal wollte ich mir diesen Wunsch erfüllen Ja. und für Spezialisten, für, wie gesagt, eben unbelehrbare ERV-Infizierte, die kriegen wirklich etwas Liebevolles. Und das ist auch gut so. Ich habe in einem Interview gelesen, also eigentlich habe ich mir diese Verrückten, Entschuldigung, ich muss immer Verrückten sagen, die positiv Verrückten, Alex und Wolfi, die machen einen Podcast, meine Damen und Herren. Das geht nur über die ERV. Könnt ihr mal googeln. Und ein Podcast geht zwischen 2 und 4 Stunden. Jedes Detail eines jeden Konzerts wird da detailliert gemacht. 67 Folgen, ich habe sie mir alle angeguckt. Ich habe, glaube ich, nur einen Bruchteil der Ahnung, was die ERV betrifft. Das ist ein hochintelligenter, liebenswerter, ein guter Freund von mir. Und also Wahnsinn, der Kerl. wenn mir etwas nicht einfällt, dann brauche ich nur ihn anrufen. Er weiß alles. Das ist wirklich, hört da mal rein. Also, das heißt, es gibt eine Website extra und der Podcast, wirklich, ich glaube, 67 Folgen sind es mittlerweile. Da sind die Konzerte, die Platten, es ist alles rezensiert sozusagen und zwar ins Detail im Gespräch. Also für ERV-Fans ein Muss, genauso wie das neue Album. Ich hab gelesen, und da kommen wir auf eine Sache. Du hast gesagt, ja, diese ganzen Fragen mit Wiedervereinigung und wieder ERV, das könnt ihr euch mal schenken. Du hast gesagt, also höchstens. Wir liegen unter der Brücke und haben wirklich kein Geld mehr. Aber du hast gesagt, Nein, ich glaube auch dann nicht, weil wir haben, und war ja ein gemeinsamer Wunsch von Klaus und mir vor Jahren schon, weil wir haben gesagt, also was wir nicht machen wollen, ist irgendwo in Bierzelten herumdingeln mit unseren 7, 8 Hits, sondern man soll, wenn man abtritt, mit Würde abtreten und da gibt es keinen Weg zurück. Es gibt sicherlich von meiner Seite noch andere Projekte oder Produkte, aber die werden nicht mehr firmieren unter ERV. Und auch, glaube ich, der Klaus, der jetzt auch schon die 70 überschritten hat, der baut gerade ein tolles Haus in Kenia, hat seine Familie dort, der hat, glaube ich, die Nase auch voll. Alles und jeder hat seine Zeit, habe ich in dem Song der alte Wolf bereits gesagt. Und ich glaube, die ERV-Zeit ist vorbei. Es war eine krönende Abschlusstournee mit nahezu 100 Konzerten. Es war berührend und man muss ja nur ankündigen, man kommt nie wieder, auf einmal kommen die Leute wieder. Nein, es war absolut toll, aber es war auch gut so und damit soll die ERV nicht in Vergessenheit geraten, aber gehört der Vergangenheit an und das ist auch gut so. Ich werde es mal für dich drehen. Achtung, ich schubse es mal an. Mal gucken, was rauskommt. Ständchen für dich. Ein Ständchen für dich. Also, du hast gesagt, es gab schon vieles und es gibt kein Comeback, aber du hast gesagt, also ein Heavy-Metal-Projekt
ERV Heavy Metal, hast du gesagt, das wäre schon eine Sache, die müsste es doch geben eigentlich, oder? Das wäre schon, was mich jucken wird, weil ich bin ja eigentlich, glaube ich, in der Vor-, also sollte ich, ich glaube zwar nicht an ein nächstes Leben, denn dieses ist schlimm genug gewesen, aber wenn ich wiedergeboren werden würde, würde ich vermutlich eine Metal-Band gründen. Du, ich habe extra für dich meine 80er Jahre, eine schöne Frage. Für dich krame ich sie jetzt raus und es gibt ein Ständchen für dich. Mal gucken, vielleicht kannst du mit einem Ständchen antworten, falls du eine Gitarre in der Nähe hast, wenn nicht. Ich dann nicht. Leider nicht. Ich bin in einem Hotelzimmer auf Promotour und habe nichts in der Nähe. Ich habe nie, nein, außer am Feuerzeug und Zigaretten, die mir in der Zwischenzeit auch nicht mehr rauchen darf im Hotel, habe ich nichts in der Nähe. Tut mir leid, kann ich nicht. Aber ich freue mich natürlich ganz, ich bin ganz gerührt. Erstens einmal, wenn ich dich mit dieser schönen blauen Gitarre sehe, ja, schon schön, und lausche, natürlich voller Erwartung, deinem Ständchen liebend gern. Ständchen für dich, und zwar für die Reinkarnation. Mal gucken, ob vielleicht in irgendwelcher ferner Zukunft andere Leben dieses Lied von euch, von der ERV damals, so klingen könnte. Ja, Sound kommt an. Das passt schon. Das ist schon hochamtlich, der Sound. Wie eine Fata Morgana, so nah und doch so weit, wie eine Fata Morgana, Abracadabra. Und sie war nicht mehr da. Sie war nicht mehr da. Hervorragend, aber das, wenn du, solltest du oder sollte einer, der da jetzt gerade also on air oder dabei ist, die ERV in den letzten Jahren gesehen haben, wir spielen quasi, also einige Hits, wie unter anderem Fata Morgana, auch in diese Richtung, was mir dann also es auch leichter machte, die Uralt-Hits zu spielen, weil die also, da haben wir auch versucht, das ein wenig, naja, mit mehr Druck abzuliefern, und viele, viele ältere Leute sagen, naja, es ist ein bisschen anders, ein bisschen lauter, aber es ist doch okay. Also das heißt, man kann auch ERV ein bisschen anders spielen. Ja. Du hast es hervorragend angerissen. Genau in die Richtung muss Musik grundsätzlich gehen. Also, es ist nicht tot zu kriegen. ERV ist nicht tot zu kriegen, auch wenn es 2019 irgendwo zu Grabe getragen wurde. Keine Chance. In jeder Chance ist es auch wieder eine neue Türchen, die aufgehen. Deine Türchen, du hast es vorhin schon gesagt, die gehen Richtung Kenia auf. Ich habe ein altes Bild oder älteres Bild, ich weiß nicht, von wann sie es gefunden. Das ist vor deinem Haus, wo ihr jetzt dann auch bald Weihnachten feiert werdet. Und da ist Krali Kohlrabi noch mit dabei, dein Hausrabe. Ah ja, das ist der, in der Zwischenzeit ist das schon die dritte Generation. Wir haben ja schon drei Raben. Ja. Aufgezogen, weil irgendwie, also vor meiner Terrasse ist eine Palme und dort nistet ein Rabenbärchen und hin und wieder fällt halt so ein junges, ein Rabe, also was mir an den Raben gut gefällt, sie sind genauso schwarz wie meine Seele und sind entzückende Tiere, und in der Zwischenzeit haben wir schon drei großgezogen. Nur wenn die also in die Geschlechtsreife kommen, müssen sie das Areal verlassen und sich eine eigene Heimat suchen. Aber ich bin mir sicher, es wird auch in Zukunft der eine oder andere Jungrabe aus dem Nest purzeln, und der wird dann von der Nora und von mir liebevoll großgezogen. Welche Sprache spricht denn Kenia, wenn ihr dort natürlich auch Kontakt habt? Und zwar, ist es Englisch oder hast du da extra? Ja, Englisch ist die Amtssprache, ja, und die Schulsprache. Und das ist also, die Nora kann in der Zwischenzeit schon wesentlich besser Swahili. Ich bin da ein fauler Typ. Aber auf der anderen Seite, zu meiner Ehrenrettung, ich verlasse im Endeffekt das Grundstück kaum, weil ich habe dort mein Atelier, ich habe dort mein Studio, das heißt, ich fliege da nicht immer runter, nur weil es im Winter bei uns zu kalt ist, sondern weil das halt auch seit 30 Jahren unser Arbeits- oder mein Arbeitsplatz ist. Und ja, aber auf der anderen Seite, wer die steirischen kalten Winter kennt, der versteht durchaus, dass man sein Studio in wärmere Gefilde verlegt. Wenngleich auch diesmal zum Beispiel wieder ein lieber Freund von mir, der auch mitgewirkt hat, ein ganz großer Kabarettist und Hit-Produzent, Fabrikant eigentlich, der hat jetzt in Serie, der Paul Bizzerra kommt mich jetzt besuchen, ja, für zwei Wochen. Und das war also immer so Usus, dass halt also dann Techniker oder andere Musiker runterkommen, und die lieben das auch, dass sie auch mit dem Winter, dem Europäischen entfliehen können und dort ein bisschen Arbeit vortäuschend
ja, so ein, zwei Wochen oder auch längere Zeit. Ja, ja, in Kenia, wir arbeiten die ganze Zeit und so weiter. Nein, ich glaube, das ist ultra inspirierend, oder? Ja, eigentlich seit 3 Jahrzehnten sind alle Alben unten entstanden und es ist ein guter Platz zu arbeiten, aber auch ein guter Platz, ein bisschen Bescheidenheit zu üben, weil bei uns, also da, wir sind ja quasi, das hat eher ein Lied, diesen Inhalt ist am rechten Ort zur rechten Zeit. Also wir in Zentraleuropa sind uns dieses Luxus gar nicht bewusst, dass wir 70 Jahre keinen Krieg hatten, sozial wohlgebettet, also ohne frei von Hunger und anderen Nöten. Also das heißt, und wenn man da hin und wieder eben in der dritten Welt pausiert, dann sieht man schon, wo die Probleme wirklich liegen und die Leute dort sind wesentlich weniger unzufrieden mit ihrem Dasein. Und also wenn jemand meint, also bei uns wäre alles schlecht und alles scheiße, dem würde ich empfehlen, mach einmal 3 Wochen Urlaub in einem Kriegsgebiet oder in der dritten Welt und du kommst geläutert und bescheiden zurück. Und ganz am Boden wieder und demütig und nicht maulend, das ist die PlayStation Nummer, ich weiß nicht, 50, 30, 70, die es jetzt gibt, nicht rechtzeitig zu Weihnachten geliefert wird. Ja, bin ich komplett bei dir. Also, es ist ein guter Ort und du siehst, wir haben noch was vorbereitet. Ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen, aber wir waren gerade in Kenia und schauen, ob wir es sprachlich, Völkerverständigung. Du sagst gerade Völkerverständigung. Dialecto mio. Völkerverständigung mal anders. Eine kleine Geschichte. Du hast schon gesagt, deine Frau Suaheli, du machst es in Englisch, aber wir zwei kommen auch aus zwei völlig verschiedenen Kulturbereichen, ja. Hier das Ganze wird in Franken aufgezeichnet, du aus der Steiermark und jetzt tauschen wir mal für die gute Völkerverständigung 2 Sätze aus. Mal gucken, ob du mich verstehst und ob ich dann okay. Das Steirische von dir verstehe. Vielleicht hast du auch ein schönes Beispiel. Mein Beispiel wäre für dich. Da einmal der Christbaum spitz roh von der Spitzen und ein wenig Lametta auf dem Baum. Setz einmal diesen Aufsatz der Christbaumspitze auf die Spitze des Christbaums und behänge den Baum mit ein wenig Lametta. Es ist Völkerverständigung, meine Damen und Herren. Das ist Völkerverständigung. Ich muss jetzt was erzählen, was mich besonders berührt hat. Das war aber, glaube ich, vor einigen Jahrzehnten, als wir irgendwo im Fränkischen gespielt haben. Da war eine vollbusige Kellnerin, die irgendwie, also ist eine Mama-Figur, und die hat in die Runde geschaut, hat mich auserkoren, hat gesagt, der Burg gefällt mir, der Zigeuner, der kriegt zum Schweinebroten 2 Knödel. Das heißt, ich habe sofort alle fränkischen Gastwirtinnen ins Herz geschlossen. Und jetzt habe ich da einen Satz. Ich bin einmal gespannt, ob du den verstehst. Okay. Das war eins unserer ersten nicht geplanten Konzerte in ländlichen Gefilden. Da hat irgendeine Kommerzband auf einem Anhänger eines Traktors gespielt. Und wir haben uns um Mitternacht gedacht, wir könnten da ein bisschen andere Töne anschlagen. Haben also schon leicht illuminiert diesen Anhänger bestiegen und haben dermaßen losgelegt, dass am nächsten Tag ein 5 Kilometer weit entfernt wohnender Bauer gesagt hat, also, da hat er ja auch gespielt, ich habe mich gedacht, aber jeder kennt. Das hast du nicht verstanden, oder? Ich bilde mir ein, der Agrarökonom, Bauer, genau, hat gesagt, ja. Ach so, dort hat die erste allgemeine Verunsicherung gespielt. Und ich habe gedacht, nicht das kenianische Wetter kommt, sondern ein Unwetter kommt. Hervorragend, es steht 1:1. Du bist, also ich mache mir keine Sorgen mehr um verschiedene Kulturkreise. Nein, offensichtlich verstehen sich nicht nur Moderatoren und Altmusiker gut. Siehst, wenn das auf der ganzen Welt so funktionieren würde wie zwischen uns beiden, wir hätten keine Probleme. Ja. Wir arbeiten hier am Weltfrieden, meine Damen und Herren. Das ist kein Podcast, das ist ein Weltfriedencast. Es ist. Oh, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Leute, es funktioniert so gut. Ich glaube, wir machen noch einmal, drehen wir noch heute mit EAV Longest Member, ja, lang Mitglied, Thomas Spitzer. Thomas, schön, dass du da bist. Ratzfatz Satz. Ah, ich gebe dir einen Satz Anfang vor und würde dich bitten, den aus dem Bauch heraus, so wie du es eigentlich immer gemacht hast, dein Musikerleben lang und wahrscheinlich auch dein privates Leben lang, einfach mal zu beantworten.
Ich versuche es zumindest. Okay. Mal schauen, ob ich da schon in der Lage bin. Erster Satz für dich. Das Beste am Unruhestand ist. Der nahende Sensenvater, der mich endlich von diesem Dasein erlöst. Ja, das war makaber, aber österreichisch, ja. Bitte nicht, lieber Gott. So, nächster Satz für dich. Wenn ich in den musikalischen Rückspiegel schaue, dann. Sehe ich, dass die Zukunft bereits hinter mir liegt. An Weihnachten werde ich. Werden wir an den Vorsätzen fürs nächste Jahr arbeiten, die wir am 2. Jänner bereits wieder vergessen? Also, wenn ich meinem Burm was mit auf den Weg geben möchte, dann ist das. Werde ein glückliches Kind, es ist mir völlig egal, ob du Dachdecker oder Top-Musiker wirst, glücklich sollst du sein. Und wenn du vernünftig bist, mein Sohn, dann werde nicht Musiker oder Grafiker. Keine Chance bei dem Vorbild, keine Chance, gell? Aber egal, was er wird das gut machen. Hat der Werner Schmidtbauer gesagt, das hat sein Papa immer zu ihm gesagt, hat gesagt, Bur, mach einfach, was du machst, du machst es eh richtig. Und das Ja, finde ich ein. vor allem ist es so, dass Kinder letztlich ja sowieso das machen, was sie machen wollen. Das sieht man an mir. Meine Mutter wollte bis zuletzt nur, dass ich Zeichenlehrer wäre und mit diesem Kasperle-Theater aufhöre. Das heißt, Kinder machen letztlich sowieso das, was sie machen wollen. Und da soll man sie auch nicht bremsen, weil sie lassen sich nicht bremsen. Wir bremsen gar nichts. Wir sagen aber auf jeden Fall mal, hört hier rein in die eher faulichen Weihnachten ganz neu. Und die kann man sich auch im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, die kann man sich da anhören, weil die sind ja in Kenia im Sommer sozusagen gemacht. Also der Sommer steckt in jedem dieser Songs mit drinnen. Genau, und dann muss man auch überlegen, dass die Winterzeit in Kenia zu unserer Sommerzeit ist. Also Ja. irgendwo auf dieser Erde, ich weiß nicht wie lange noch, was die Erderwärmung betrifft, aber irgendwo schneit es immer am Nordpol oder sonst wo. Ich gebe dir jetzt das letzte Stichwort, nämlich deine berühmten letzten Podcast-Worte für heute. Besser als Weihnachten wäre Weltfrieden das ganze Jahr. Frohes Fest. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. She got me going. Weitere Folgen findest du hier.